Las Vegas ist eine extrem lahme Komödie und meiner Meinung nach ein klarer Kandidat für die schlechtesten Filme des Jahres. Wir haben mit Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline und Mary Steenburgen einen wirklich großartigen Cast und ich würde sogar so weit gehen und sagen, einen derartig hochkarätigen Cast hat man in dem Jahr eigentlich kein zweites Mal gesehen in Wirklichkeit. Trotzdem hat der Film allerdings eines vergessen, eine wirkliche Kleinigkeit. Eine Komödie sollte lustig sein. Und das ist der Film nicht. Gar nicht. Ich gebe euch nur mal ein kleines Beispiel. Wir beginnen den Film mit unseren Hauptcharakteren in jüngeren Jahren, schalten dann um auf 60 Jahre später und die erste Aufnahme natürlich ein wackelnder, wabbelnder, dicker Frauen-Senioren-Hintern in Großaufnahme, gefolgt von einem Witz über Hängebrüste und dem Witz, ob irgendein alter Typ vielleicht schon tot ist und das Ganze natürlich bei Seniorenwassergymnastik. Yeah. Und das Schlimme ist, so schnarchig wie der Humor in der Szene jetzt schon war, das ist rückblickend gesehen eine der lustigsten Szenen in dem gesamten Film. Grundsätzlich kann man sagen, alle Hauptcharaktere haben nur One-Joke-Premises, also keine Ahnung, Kevin Kline ist den ganzen Film nur auf der Suche nach Sex, weil ihm seine Frau das quasi erlaubt hat, Robert De Niro grantelt herum, Michael Douglas ist der überhebliche, erfolgreiche Typ und Morgan Freeman hat halt ein kleines Spielproblem. Ja, und das ist mehr oder weniger das, worauf sich alle Jokes in diesem Film irgendwie beziehen. Es gibt nichts, was einen überrascht. Es gibt vor allem keinen einzigen Witz, den man nicht schon 100.000 Mal irgendwo gesehen hat. Der einzige Gag in dem Film, der mich wirklich zum Lachen gebracht hat, und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das geplant war oder nicht, ist, dass Robert De Niro in einer Szene sagt, dass er nicht weiß, wer 50 Cent ist, obwohl er schon einmal in einem Film mit ihm mitgespielt hat. Und selbst das deckt mehr oder weniger den eindimensionalen Plot des Films irgendwie auf. Ja, Morgan Freeman kann tanzen, haha. Das ist ja alles so lustig, weil die Leute alt sind. Das ist der Hauptgag in dem Film. Unsere vier Hauptdarsteller sind alt. Bruhaha. Ansonsten haben wir mehr oder weniger eine 0815-Geschichte. Wir verbringen ein Wochenende in Las Vegas. Zwei Leute sind in dieselbe Frau verliebt. Für wen wird sie sich entscheiden? Und im Endeffekt ist das Ganze eigentlich mehr traurig als lustig. Die Charaktere reden mehr über Sterben und wie, dass sie eben alt sind und dass sie nicht mehr viel Zeit haben und dass sie das mit ihren Freunden und bla bla unternehmen wollen. Das ist einfach als Komödie ein Fail, als Partyfilm ein Doppelfail und im Endeffekt ist das, was übrig bleibt, ein 0815-Film über Freundschaft, nur halt, dass die Leute alle alt sind und alle sehr bekannt sind. Wer ein großer Fan der Darsteller ist, und das sind wir wahrscheinlich im Endeffekt alle, aber egal, kann sich den Film vielleicht zwischendurch, wenn er im Fernsehen läuft oder sonst irgendwo nichts kostet, einmal anschauen, wenn es wirklich gar nichts anderes gibt, was man tun kann. Ansonsten muss man sagen, der Film ist vom Konzept her interessant, von der Umsetzung her einfach nur lahm, da hätte ich mir viel mehr erwartet. Und nachdem der Film gerne dann mit Hangover verglichen wurde, ja, der Film ist Hangover für alle unter 10 und alle über 50. Alle, die sich erwarten, dass in dem Film irgendetwas Hangover-artiges passiert, werden bitter enttäuscht. Alle, die sich eine lustige Komödie erwarten, werden bitter enttäuscht. Es war einfach nur fad.